Hallo meine Freunde der Isla Nubla und willkommen zurück zur Let's Play Lego Jurassic World mit dem Blendsechzehn und dem Drachenbrüschen. Und wir grüßen heute nämlich den Gianluca und den Jeton. Da ist es. Mach mehr Kacke für den Len. Nein, zum Gießen ist es. Noch mehr zum Gießen für den Len. Ich habe gerade erst gegossen. Ja, ich auch. Hast du eine Knarre dabei? Natürlich. Ja, komm mal hoch hier. Ich bin schwer bewaffnet dann. Warte. Und Feuer! Ach Mann, ich dachte, er schießt in der Luft, aber nein! Sollte wieder nicht sein. So. Wenn du links gehst, dann gehe ich rechts. So, das. Okay, noch, ich denke mal, die Schmetterlinge kann man abschießen. Ich bin es so gewohnt, dass man immer alles abschießen muss. Oh, ich habe hier was zum Suchen für dich. Nein, sieht das ist was zum Mitnehmen. Nein, das ist was zum Suchen. Ach so, das ist nur. Hier nimmt man nur die Spur auf. Ja, du nimmst gerade die. Die Fährte Eier auf. Ach, das sind Kirschen, okay. Das sind geil. Oh, Len, wirklich. Was denn? Len, Alter, geh da weg! Konnte nicht. Konnte noch. Okay. So, jetzt hast du wirklich nichts mehr zum Tun. Da rein! Gemein. Darf da nicht rein? Boah. Es ist mir nicht gestattet, da reinzugehen, Len. Ich finde das nicht okay, ich würde da gerne reingehen. Apfel! Ein Apfelmittel. Abel für Triceratop. Brauchen wir noch das gelbe Eis. Die Pupillen sind geweitet. Hat sie etwa? Nein. Das hat der Triceratops nicht gemacht. Was hat er nicht gemacht? Sie gemacht. Was hat sie, sie nicht gemacht? Es sind ja immer weibliche Viecher. Es sind nur weibliche. Was hier im Spiel verheimlicht wurde. Genau. Es sind Jurassic. Ja, warum wohl? Das Spiel ist ja 6. Ja und? 6. Kapierst? Nee. Oh Mann. Nein. Ja, und? In Jurassic Park gibt es nur weibliche Viecher, damit sie sich nicht vermehren und dann irgendwo draußen einfach rumlaufen und sie die eben kontrollieren können. Jedenfalls haben sie sich das so schön gedacht. Fliederbeeren. Ey, Len, du stinkst. Ich hab ein Eis in der Hand. Ich hab ein Eis aus dem Scheißhaufen gezogen. Nom. Das geben wir mal kurz dem Triceratops. Ja, dann geht's ihm gleich besser. Schlechter kann es ihm nie mehr gehen. Gut. Ihr, stimmt. Ja. Mikrophysik ist interessant. Ihr kennt. Beeindruckend, Dr. Sadler. Sie ist wieder putzmunter. Oh mein Gott! Wir sollten uns aber beeilen, damit wir meins! Meins! Ich! Der Sturm erwischt. Nein, 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 den Triceratops! Nein, ich will den Triceratops! Du kannst mich nicht reiten, oder? Kann man ja. Nein, kann ich leider nicht. Das kann, ey, da war. Du musst da vorstehen, glaube ich. So. Yeah, und wie steuert er sich? Geil. Geil. Groß, mächtig. Oh mein Gott, und ich tippe mal, das ist nicht der größte Dino, oder? Den man spielen kann. Wow! Schön, Len. Das ist noch so eine komische Höhe. Minikit. Wir haben ein Minikit gefunden. Minikit. Okay, aber ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll mit dem hier. Ah, jetzt. Da musst du gedrückt halten und dann so drauf zurennen oder so mit dem. Oh ja, okay. Ah, Drachenbrüschen hat einen Killer. Jugut. Ja, einer muss es ja machen hier. Ja. Hier hinten war auch eins. Mann, ich will hier das Viech reiten. Ja, da hinten war auch einer. Ich glaube, unten war keiner mehr. Nein, denn. Doch nicht. Vielleicht kannst du einfach gedrückt halten, jetzt schon? Nee. Ja, doch. Ah, okay. Das geht war schon der Sturmangriff, wie ich gedacht hatte. So. Na, komm mal mit hier. Ne, hier ist nichts mehr, dann dürfen wir. Das Gras sieht auch gut aus. Ja. Ist nicht schlecht gemacht. Oh, wäre natürlich schöner. Nein, das Auto. Auf dem Gelände nordöstlich von hier müsste sich noch ein Auto befinden. Wäre schön, wenn hier alles aus Lego wäre, also auch die Pflanzen und so weiter, aber wir sind hier ja nicht bei Lego Worlds, da ist alles aus Lego. Ah ja. Was ich extrem cool finde, oder bei Lego Movie ist auch alles aus Lego. Da bau uns eine Brücke, Len. Mit Vergnügen. Len, der Brückenbauer. Mit Vergnügen, Herr Watson. Wir sollten ihm einen anderen Weg verleihen. Ja, ist klar, Sherlock. Bereite mir mal einen anderen Weg. Ja, Sherlock. Mann. Nicht mal den Weg kann er sich hier bereiten. Mhm. Ich bin hier der Wegbereiter. Es hat angefangen zu regnen übrigens. Wieso? Auf dem oberen, hast du gerade gesehen, auf dem oberen sieht man gar nichts. Ja. Wieso ist es Splitscreen? Wieso? Nein, weil ich sich nicht so recht entscheiden kann. Wir brauchen eh die Frau. Der Mann kann nicht balancieren. Kann nichts. Das geht nicht. Wow. Kamera! Ist vielleicht nicht so einfach gewesen. Ja, ich weiß, es sah einfach aus. Hier gibt es ja keine Brücke. Aber hier gibt es tolle Pflanzen, mit denen man Brücken bauen kann.
Ja. Natürlich. Ja, die sind so ähnliche Dinger gab es auch bei Lego Harry Potter, glaube ich, damals. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das ist ja wenigstens logisch. Ja. Bei Harry Potter. Der Baum ist auf die Schalltafel für das Tor gestürzt. Jawoll, wahrer Überlebender. Was? Ja, es parkt mich da immer eine Schaufel dabei. Frechheit. Aber nicht in Dino spielen. Risikotackle. Ja. Ich baue mal auf. Mach das. Einer ich stehe hier machen. Nur so rum. Ja, ich merk's, oder? Dafür hast du ein Dino. Ja. Da kann man nicht rein, oder? Nee. Ich glaube, da müssen wir rein. Da kannst du mal das. Da kannst du noch theoretisch noch das Zeug, was da. Du musst den Code eingeben. Das Grünzeug könntest du da noch kaputt machen, was da ist. Ich gebe schon meinen Code ein. Ja. Boah, ich habe fast doppelt so viel wie du. So gut wie neun Münzen. Du hast einen Triceratops, mein Freund. Den kam aber erst im letzten Drittel. Natürlich. Hier sollte sich eigentlich Personal befinden, um die Leiter von diesem Steg herunterzulassen. Eigentlich. Ich würde Ihnen nicht verübeln, sich bei dem Wetter einen Unterschlupf zu suchen. Ach, es regnet, okay. Was? Es regnet anscheinend. Ja, ist dir nicht aufgefallen. Nein. Als der Himmel plötzlich dunkel wurde. Ach was. Und dieses das kann Geräusch auch von fallendem Wasser kam. Kann auch Meteoritenschauer sein. Na ja, klar. Wenn sie einmal so aussterben, sterben sie nochmal so aus, oder? Dr. Sattler. Was? Ich bin hier noch am Graben. Du bist am Gießen. Am Gießen. Und damit grabe ich was aus. Ja gut. Ui, Minikit. Wie ist der jetzt gerade zu Tode gekommen? So. Oh nein, sowas darf man ihm nicht in die Hand geben. Ich kann brüllen. Ja, gut gebrüllt. Blend. Danke. Oh, damit wechselt man auch, okay. Ach, da kann man durchgehen, okay. Bisher ist das Spiel aber echt genial, also man kann eigentlich bisher noch ungefähr nichts falsch machen. Kannst du mir die Tür aufmachen oder muss ich den Triceratops jetzt hinterherlassen? Ja, das ist die Frage, Len, wa? Was ist denn mit der Kurbel der Torwinde passiert? Was ist denn mit der Kurbel passiert? Ja. Hast du den Dino gefressen? Na dann. Den Dino werden wir aber finden. Ich komm mal rüber, ich helf dir. Och, Len. Ich kann nicht immer Dino sein. Haha, Dino! Dino-Time, Dino-Time! Alter! Alter! Boah, du sollst Domi, ich bin hier rüber gekommen, um dir zu helfen. Rage Mode! Das ist geil, wie der Bildschirm auch so verschwimmt. Ist das cool. Mach ich halt die ganze Zeit. Okay, ja, ich komme ja schon zu dir. Ich helfe dir. Oh, wie konntest du. Ach, du hast. Wenn du 4 gedrückt hältst, rennst du? Ja. Ah, okay. Du musst einfach gedrückt halten, dann rennt der Triceratops. Das war ja, das ist ja der Rage-Modus. Ja, ja. Sieh mal. Oh, ich habe hier aufgemacht. Hier ist noch nichts offen. Ja, aber das. Triceratops! Ja, wenn du nicht. Wenn du jetzt nicht der Triceratops wärst, dann wüsstest du, was ich aufgemacht habe. Wirklich. Lag bestimmt nicht daran. Kann gar nicht daran gelegen haben. Nein, gar nicht. Oh, ich hab die Kurbel. Oh, schön. Im Haufen Kacke versteckt. Ich bin der Triceratops. Einmal nicht mitgedacht. Einmal und dann sowas. Es war so klar. Oh, du musst im Kreis drehen. Wie innovativ. Innovativ wäre es, wenn ich jetzt den Controller drehen müsste. Ja, das geht ja sogar. Der hat ja so ein Erkennungsding ist drin. Es gibt auch Spiele, wo es benutzt wird. Drachenspiele? Nein. Killzone-Spiele, glaube ich. Ich glaube, da wurde es verwendet. Oh! Wow! Hier lang! Durch dieses Loch gelangen wir zum Besucherzentrum. Was haben wir da gerade gefunden? Achso, haben wir vielleicht so ein Dino-Ding. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben wir den Triceratops gerade freigeschaltet. Ah, das kann gut sein. Wow. Okay, da komme ich aber mit dem Triceratops nicht mehr raus. Nein! Ich kann mich nicht mehr bewegen. Tschüss! Das sieht man im Film übrigens gar nicht. Wie oft habe ich schon gesagt, dass wir Schließmechanismen für die Fahrzeugtüren brauchen? Also die Szene mit dem Dino. Punkt 151 auf der heutigen Fehlerliste. Wir haben die gleichen Probleme wie Vergnügungsparks und Zoos. Und unsere Computer haben Kinderkrankheiten. Samuel Jackson. Ja, Mann. Dennis, unser Leben liegt in Ihren Händen und Sie stellen sich so ungeschickt an. Ich werde zu Lebzeiten vollkommen verkannt. Kennen Sie jemanden, der 8 Connection Machines vernetzen und 2 Millionen Zeilen Code debuggen kann für mein Gehalt? Ruhe jetzt, und zwar alle. Sie kommen jetzt zum Tyrannosaurus-Gehege. Wieso siezen die sich? Das wäre sein Sohn gewesen. Nein. Nicht vergessen, lebensfähige Embryos. Sie sind nutzlos, wenn sie nicht überleben. 1,5 Millionen, wenn sie alle 15 Arten von der Insel kriegen. 7 Uhr, am E-Stock.
dachte, das wäre sein Sohn. Sie hätten ihn fetter machen müssen, er sieht einfach nicht fett aus. Was? Eine Aufnahme eines Screenshots ist hier immer noch nicht möglich, ja. Oh Mann, ey. Schade, jetzt wollten wir doch gerade einen Screenshot machen. Ja. Ärgerlich. Da, 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 da. Also da darf ich hast doch, oder? Hast du immer noch nicht satt? Nee. Okay. Ich hab, vielleicht habe ich es ja satt. Wahre Überlebender sind wir geworden. Da, 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 da. Ja, zumindest merkt man, dass wir Spaß haben, glaube ich. 4 von 10, sehr schön. Außerdem haben wir freigeschaltet Alan Grant. Mittlerweile nicht mehr in der Montana-Version. Doch, das war die. Ellie Sattler. Haben wir die nicht schon gehabt? Ja, aber in einer anderen Version. Also, oh Gott, das ist wieder so, dass man... Oh Gott, oh Gott, das sind das viele Charaktere. Er heißt Ed Nedry, okay. Nedry. Ich habe Nerd gelesen, aber ja, Nedry. Donald Cerrano. Mal schauen, wo wir die kaufen können. Ingen-Labortechniker. Ich glaube mal, es sind nicht so viele Charaktere. Ich finde es immer so unnötig, wenn es so viele Charaktere sind in den Lego-Spielen. Ja. Wir haben den Triceratops. Jawoll. Ja, geil. Oh, es sind aber einige Viecher, die man da freischalten kann. Ich zähle jetzt 24. Wahre Überlebender. Damit haben wir schon Level abgeschlossen. 4 von 275 goldenen. Wow, wow, wow. Wow. Haben wir noch einiges vor uns. Dann setzen wir doch mal die Geschichte fort. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Ah, da müssen wir wahrscheinlich rein, dann gehen wir erstmal noch nicht rein, oder? Nee. Was sagt die Was? Story? Die Story sagt... Nein, das sagt sie, glaube ich, nicht. Ja, doch, gegebenenfalls schulden, sie ist ja weiblich. Ja, die Story. Ach so, ja. Die Story. Okay, hier kommen wir wahrscheinlich... Ah, da kann man wahrscheinlich zu dir... Kann man die Insel, aber die ist es ja hier alles auf derselben. Ach, egal. Aber hier, es gibt keinen Pfeil, das doch... Nein, das bist du. Ein Pfeil? Es gibt keinen Pfeil, wo müssen wir hin? Wir haben uns die roten Steine angezeigt. Hilfe. Hey, uns sind die roten Steine. Ah, da müssen wir hin. Siehst du? Wo? Ah, wir müssen weiter. Dann gehen wir mal ins Gebäude rein, oder? Schauen uns das Gebäude mal an. Wir müssen aber nicht ins Gebäude. Okay, wir machen die nächste Mission. Wo bist du denn eigentlich? Ja, was ist denn mit Len los? Ich bin da, wo wir. Ich bin wieder da, wo wir losgefahren sind gerade. Ja, aber da müssen wir an dem nicht Hauptgebäude. Sein. Nicht? Nee. Schade. Wir müssen hier hin, siehst du? Okay. Guck mal auf meine Karte. Hier hin. Ich bin hier. Ja. Da müssen wir hin. Und du bist da. Ich bin ja fast bei dir. Aber so groß ist die Karte, glaube ich, nicht. So, aber gut, es sind noch zwei Inseln, muss man denken. So, ich muss sind nur eine von beiden. Was sind die Fahrzeuge hier? Drück einfach Dreieck. Wechsel zu... Zu? Wechsel zu ihm hier. Zu, genau, Alan Grant. Grant. Ja, das ist praktisch. Und jetzt zeigen uns auch die Geister, wo wir hin müssen. Ist das eine Mission hier? Oder was ist das hier? Das ist Mission. Echt? Ja. Sollen wir die Mission machen? Achso, das da? Nee, das ist Karte. Nee, ach, das sind. Ah, da kann man die Mission nochmal machen. Ah, okay. Ah, nee, das ist nur die eine Mission. Anscheinend muss man da immer 1 zu 10 Missionen hin. Oh. Aber die kann man bestimmt. Hobbit. Stimmt, ja, beim Hobbit war es auch so. Ja, geil. Ja, bei Lego Batman hat es das nicht so gemacht. Da kommt man die. Oder? Wie war es bei Lego Batman? Doch, da kann man die alle im Kontrollraum an einem Ding auswählen, so wie bei Lego Star Wars 3 The Clone Wars. Es ist mittlerweile echt witzig, wenn man so die Lego-Spiele immer miteinander vergleichen kann, weil man sie einfach fast alle gespielt hat. Aber bei Hobbit konnten wir ja auch aus. Oh, hier ist ein Fahrzeugterminal, glaube ich. Gabelstapler kostet 50.000, was zur Hölle. Ich glaube, wir kaufen 8. Ach, sollen wir Gabelstapler? Komm her, ich will die nächste Mission beginnen. Ah, das geht aber schnell mit den Fahrzeugen spawnen. Denn ich laufe doch nicht, was denkst du von. Naja, fahren kann ich auch nicht. Ja. Oh mein Gott. Ich wollte nur die Münzen holen, ich wollte nur die Münzen holen. Fick dich! Anderen Weg suchen müssen. Hier gab es einen Felsrutsch. Aber das kann man ja sehen. Eventuell. Das Wetter ist noch viel zu gut eigentlich. Also da hinten sieht man schon, da wird's düster und hier wird's hell. Das ist sehr interessante Wetterphänomene hier auf dieser Insel. Okay. Sachen kaputt machen. Tut mir leid, hier kommt gerade niemand durch. Da ist ein goldener Stern. Stern. Ein Stern, ja. Nein! Len sieht schon Sterne. Ja. Aber da kommen wir momentan noch, glaube ich, nicht hoch, oder? Kommen wir da hoch? Kommen auch nicht, nein. Nein, niemals, Len. Glaube ich nicht. Na gut, dann kommen wir da nicht hoch. Wir müssten da so rum, hier. Wir müssten hier hoch. Ah, da können wir klettern. Da haben wir wahrscheinlich irgendeinen Charakter, der später klettern kann. Ja. Fehlt uns wieder Gollum. Ich weiß nicht, Gollum war es jetzt zumindest. Gollum. Oder ein Bilvis. 10.000 Volt gibt's hier für uns. Ich bin auf den Baum geklettert, um einen Brachiosaurier zu streicheln und jetzt hänge ich hier. Schade. Komm schon, schneid mich doch bitte runter. Dein Stichwort. hier. Ich wollte ihn als Pinata benutzen.
Aber ich glaube nicht, dass sie sich da so gefreut hätte. Das ist sogar unsere erste Nebenmission, oder? Glaubst du? Ich denke schon, oder? Danke. Dafür werde ich mich revanchieren. Hiermit kann man die Dinosaurier in das Gehege locken. Das kann sehr nützlich sein, wenn man eine Mauer durchbricht. Arbeiter gehen in Gefahr. Arbeiter nicht, dass du das von mir hast. Also war bei Lego. Es ist witzig, dass wie sie immer wieder alte Sachen wiederbeleben. Der Arbeiter in Gefahr, das ist wie bei Lego Harry Potter, wo man immer die Schüler aus der Gefahr befreien musste. Ja. Weißt du, was ich gerade hier gefunden habe? Nein, aber es leuchtet blau. Was? Es leuchtet blau. Oh, ich weiß, was es ist. Oh ja. Ja. Woo. Ah, das ist geil, dass es hier Dino ist. Also, was muss man denn da machen? Da musst du Feuer spucken. Nein, Gift musst du da spucken. Ah, okay. Schätze ich mal. Ja, da war auch einer von den Giftsauriern abgebildet. Ja. Der steht auch einen, links den du sogar hast. Ich weiß, der steht hier links auf der links neben uns sogar. Rechts. Ja. Ja. Herr Drachenbursche. Vom Zuschauer gesehen. Nee. Vom Zuschauer gesehen, was? Ja, wenn der Zuschauer im Bildschirm sitzen würde, dann wäre es die linke Seite. Von ihm, ja. Du musst es nicht verstehen, Len, ist gut. Na gut. Ach, da brauchen wir ihn. Ja. Nee, zählt einen. Aua. Sorry auf. Ah, das sind die auch schon. Dilophosaurus heißen sie. Ah, du spuckst gleich nicht mehr. Dilophosaurus, du. Ich kann da nicht rein. Ja. Ich kann dir nur zuschauen. Den ersten habe ich umgebracht. Lego Modell ist übrigens auch ganz cool von denen. Das sieht genauso aus. Nein. So, jetzt kann ich aber rein. Nein, ich kann immer noch rein. Kannst du nicht? Da feiert uns einer. Danke. Hier, komm doch hoch. Dilophosaurus bändiger, ne? Das ist auch mal ein Job. So, jetzt kann ich rein. Hier, also was zum Zerstören. Zerstören? Hier. Bei mir. Zerstören, was? Wo? Ah, da bei mir, guck auf die Map. Ja, ist es. Ah, au! Nicht mich! Oh Mann. Ah, da brauchen wir eh schon, das ist wieder Zappen Booster hier. Entschuldigung. Ist okay. Ja, wir räumen da gleich frei. Hat denn niemand einen Presslufthammer oder sowas? Warum haben wir von Dilophosaurus eigentlich nicht das Ding? Warte mal, das ist ein goldener Stein. Da kommen wir nicht hoch, weil da brauchen wir eine Frau, die da hochspringen kann. Da, irgendwas anderes brauchen wir da. Aber, haben wir eine Frau dabei? Nein. Ja, aber die ist wieder komplett woanders. Die ist komplett woanders. Ja, wird schön, wenn man... Aber eigentlich müsste auf der Insel... Was hast du getan? Ich hab zur Frau gewechselt. Oh mein Gott. Das hat das Spiel überfordert. Ich hab weiße Haare. Wo bin ich? Wo ist sie denn gerade? Ja, da wo ich vorhin war, komplett woanders. Ja. Tatsachler. Das lohnt sich, glaube ich, nicht da. Da gehen wir dann doch lieber hier weiter. Zur nächsten Missionchen. Zum nächsten Story-Abschnitt. Genau. Mission Nummer 3 ist jetzt, glaube ich, oder? Ja, Mission Nummer 3. Dürfte es sein, ja. Also man kann, eigentlich müsste man ja auch Schnellreise zu den Terminals machen können, oder? Geht doch bestimmt. Zum was? Zu den Terminals. Ich denke mir jetzt nicht sicher, dass man mit den Autos Schnellreise irgendwie machen kann, so wie mit den Adlern bei Lego da. Aber wahrscheinlich erst später. Ah, die Frau bräuchten wir aber jetzt, glaube ich. Wir brauchen einen Dinosaurier. Ach nee, wir brauchen ja nur jemanden, der graben kann. Ah. Ja. Und wer kann graben? Du. Richtig. Oh, ich habe einen Presslufthammer. Machst du gar nichts. Das habe ich gesucht. Einen Moment bitte. Ach, das macht er selber. Mensch. Mann, Gary, wir wollten noch den Presslufthammer verwenden. Gemein. Geröll 0, Gary 1. Na los. Jetzt aber raus hier. Ich bin ans Fenster. Ich bin ans Fenster. Nein. Wir müssen auch in die andere Richtung, wir müssen da gar nicht dahin. Die zeigen in die andere Richtung, die Stats. Wieso? Die zeigen genau in die Richtung. Ja, ich meine die andere Richtung, wo wir gerade gelaufen sind noch. Das war noch darauf bezogen, wo wir gelaufen sind. Ja, aber die Autos würden ja hier lang fahren. Wir müssen da wieder raus. Ohne Fahrzeug kommt. Du willst als Dino-Futter enden. Ohne Fahrzeug kommt hier niemand durch, bäh. Mimimi. Aber wir konnten nicht einsteigen ins Fahrzeug. Wir hätten uns vom Terminal jetzt holen können, jetzt können wir ja durchfahren. Schau mal vom Terminal ein Fahrzeug. Ich warte hier und sammle alles mögliche ein. Ja, guter Plan. Ich probiere mal aus, ob man echt von einem Terminal zum anderen kommt. Das interessiert mich jetzt. Ob es hier eine Schnellreisefunktion gibt. Wo bin ich denn? Da ganz oben in der Ecke sind wir irgendwo gewesen, gell? Ja, hier sind wir.
Ah, jetzt kann man nur das Ziel festlegen. Okay, dann. Ja. Na gut, dann nehme ich das zurück. Dann laufen wir halt. Ist ja auch okay. Hast du das Gefühl, es gibt viel Laufarbeit in dem Spiel? Was? Die Spielzeit wird dadurch verlängert? Wie? Ja, das Spiel, wenn man alle Charaktere hat, dann ist es ja nicht mehr so. Da kommt man ja auch über auf alle Gebiete hin. Hey, jetzt kann die Musik gerade nicht, Len. Ich weiß, deswegen habe ich es ja gemacht. Achso. Ich brauche übrigens noch ein Fahrzeug, ne? Ja, wir können ja zu zweit nehmen. Sorry, Mister. Es sei denn, du willst nicht mit mir fahren, das wäre natürlich auch. Okay, viel Spaß. Hast doch gesehen vorhin, wie gut ich fahren kann. Ja. Ich will nicht den Wächterhorn, ich will die. Oh. Schau mal, ob es mit dem Fahrzeug klappt. Ich hoffe es einfach mal. Oh, da ist das Auto. Echt? Ja. Die sind jetzt nach vorne gefahren, okay. Ja, jetzt macht er auch auf, glaube ich, oder? Er hat gerade irgendwas gemacht da. Er hat gesagt, okay, viel Spaß. Guck mal her. Ich kann die Kamera nicht so schnell drehen, das ist doch völlig für den Arsch. Völlig für den Arsch. Und jetzt? Das wusstest du noch nicht. Mit 9610 ist irgendein Dino einer der zahlreichen Fleischfresser von Jurassic World. Nein, das wusste ich noch nicht. Einer der zahlreichsten Fleischfresser. Baryonyx. Oh, ich habe die Telefone durchgecheckt, aber das System kompiliert noch so 18 bis 20 Minuten. Einige unwichtige Systeme werden deshalb ausfallen. Möchte jemand eine Limo oder sonst was? Wie unauffällig. Da wurde auch zum Beispiel der Teil weggelassen, wo er es bekommen hat. Im ganzen Park versagen auf einmal die Zäune. Die Systeme schalten sich ab. Samuel Jackson. Alles tot. Zugriff auf Hauptprogrammraster. Du hast das Zauberwort genannt. Sind Sie vielleicht so nett und würden meine Enkelkinder zurückholen? Natürlich. Ich fahre mit ihm mit. What the hell? Habe ich was berührt? Nein, ganz und gar nicht. Wir haben gestoppt. Hm? Ja. Hast du das gespürt? Oh ja. Was ist das? Ja, wenn man muss, dann muss Der Part von LEGO Jurassic World ist leider schon vorbei. Zum nächsten Video kommst du, wenn du auf das bereits laufende obere Video klickst. Und wenn dich auch die LEGO Sets interessieren zu LEGO Jurassic World, dann solltest du auf das untere Video klicken. Dort kommst du nämlich zu meinen LEGO Set Reviews. Natürlich würde ich mich freuen, wenn du mir ein Abo dalässt, dann wirst du in Zukunft auch kein Video mehr von mir verpassen. Außerdem kannst du natürlich auch mal auf meinem Facebook, Twitter, Google+ oder Instagram Seite vorbeischauen. Dort bekommst du immer die neuesten Informationen zu meinem Kanal. Die Links dazu findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir jetzt wie immer eine wunderbare Zeit. Und möge die Macht mit dir sein. Servus.